Hallo und willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren Guide heute hier zu DevStore. Und ich will euch in diesem Video zeigen, wo ihr alle glänzenden Gegenstände findet. Tatsächlich gibt es davon 24 an der Zahl. Ihr seht hier die Slots und ja, die sind durchs ganze Spiel verteilt. Ihr werdet tatsächlich auch viele davon erst recht spät im Spiel finden können. Ihr braucht verschiedene Fähigkeiten, um verschiedene Stellen zu erreichen. Und ich will euch heute die Orte zeigen, an denen ihr diese glänzenden Gegenstände finden könnt. Dafür legen wir hier direkt los relativ am Anfang des Spiels. Ihr habt ja gerade die Tür gesehen, die wir da freigeschalten haben. Das ist die erste Tür hier auf dem Gebiet des Friedhofes. Und die führt uns an genau diese Stelle hier. Hier sind ein paar Gegner. Lasst euch hier nicht töten, so wie ich jetzt gleich. Und dann seht ihr hier unten einen Turm. Und dieser Turm hier, der hat einen Zwilling. Den werdet ihr später begegnen. Und da kriegt ihr einen Hinweis darauf, dass in diesem Turm hier ein Geheimnis versteckt sei. Und deswegen können wir hier einfach runter. Und dann wird sich die Kameraperspektive ändern. Und wir werden unseren ersten glänzenden Gegenstand finden. Ich versuche diese euch in der Reihenfolge zu zeigen, in der ihr sie finden könnt und nicht in der Reihenfolge, in der sie hier im Inventar aufpoppen. Ihr seht, das ist jetzt sogar Nummer 4 in dem Fall. Das war unser erster Gegenstand, auf zum zweiten. Für den zweiten glänzenden Gegenstand starten wir hier wieder an unserer Tür zum Friedhof und gehen jetzt einfach hier geradeaus. Ihr müsst hier natürlich im Verlaufe der Erkundungsphase hier einige Treppen freigeschaltet haben. Das ist so ein bisschen hier eine Abkürzung, die man erst freischaltet, wenn man es im Grunde zum Gipfel dieser Map hier geschafft hat. Aber trotzdem lässt sich dieser glänzende Gegenstand dann am Ende recht einfach verpassen. Ihr kommt im Grunde hier mit dem Aufzug hoch, geht einmal hier die Treppen ganz nach oben. Einmal hier über die Leiter. Es gibt hier nochmal ein netten Topf, den ihr nutzen könnt. Das werde auch ich jetzt in diesem Fall machen. Und hier unten seht ihr schon, da ist der glänzende Gegenstand, den ihr einsammeln wollt. Und deswegen geht ihr jetzt nicht recht auf die Spitze des Berges erstmal, sondern hier einmal hinunter und könnt hier euren zweiten glänzenden Gegenstand direkt sichern. Da ist es, der Weihrauch ist unser. Dritten Gegenstand, den wir finden können, finden wir hier in der Villa Keramica und dafür müssen wir uns hier durchkämpfen. Wir werden dann im Verlauf des Spiels diese Abkürzung hier freischalten bzw. kommen durch diesen Gang hier in diese Halle. Hier haben wir einen kleinen Gegner besiegt und dann geht es hier auf diese Treppe hoch und hier wird sich der dritte Gegenstand für uns finden lassen und dafür müsst ihr hier einmal über diese Planken rüber. Stellt euch ein bisschen schlauer an als ich an dieser Stelle. Ihr müsst diese Vasen hier zerstören. Passt auf den Hexer auf und ihr seht, hier in diesem Regal ist der dritte Gegenstand zu finden. Und zwar ein alter Verlobungsring. Vierte glänzende Artefakt können wir hier wieder in der Villa Keramica am Anfang starten. Ihr braucht hier allerdings schon die Feuerfähigkeit. Ihr seht, ich habe sie schon eingesammelt. Und wir gehen hier einfach in diesen Bereich und müssen hier an der Stelle unsere Feuerfähigkeit einsetzen, um diese Urne hier zu aktivieren. Und ihr seht, dann wird sich ein Geheimgang öffnen und der führt euch hier auf einen kleinen Speicher. Und wir müssen jetzt hier nur noch ganz vorsichtig über diese Balken hier laufen und können dann schon das vierte glänzende Artefakt bzw. den vierten glänzenden Gegenstand hier einsammeln. Und das ist das Bild und das brauchen wir tatsächlich auch, um unseren nächsten Gegenstand gleich einzusammeln. Im fünften glänzenden Gegenstand begeben wir uns wieder ins Anwesen der Urnenhexe. Und da gibt es im Garten draußen eine Stelle mit ganz vielen Vasen. Und die ist genau hier zu finden. Und an dieser Stelle brauchen wir jetzt das zuletzt eingesammelte Bild. Und ihr könnt das Ganze auch hier euch genauer anschauen. Wenn ihr euch das mal genauer anschaut und umdreht, seht ihr hier eine Reihenfolge. Und genau diese Reihenfolge wollen wir jetzt benutzen, um hier ein weiteres Gegenständchen zu finden. Dafür nehmen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4 und 5 diese schönen Vasen. Oh, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. 1, 2,
3, 4, 5. Jetzt habe ich es. Perfekt. Und dann könnt ihr hier in diesen Geheimgang gehen und habt damit schon den nächsten Gegenstand gefunden. Und zwar ist das diese Schaufel hier. Das ist die Schaufel, die ihr sammeln wollt. Ihr könnt sie mitnehmen und das Ganze wird sogar eine Trophäe für euch schalten. Für den sechsten glänzenden Gegenstand starten wir wieder hier auf unserer Friedhofstür. Nun mit der Feuerfähigkeit ausgerüstet, können wir hier ein Spinnennest oder ein Spinnennetz eher gesagt zerstören und dann hier runter uns fallen lassen. Hier müssen wir uns jetzt durch drei Kammern kämpfen. Ihr seht diese interessant aussehenden Bobbel, in denen verstecken sich Gegner. Da müsst ihr euch ein wenig durchkämpfen und dann könnt ihr hier von oben eine Feuerschale anzünden. Das gleiche geht eben auch von hier und dann wird hier auch sich das Gitter lösen. Hier wird ein größerer Kampf stattfinden. Ich wollte euch das jetzt hier alles nicht zeigen, sonst wird das Video extrem lang und am Ende müsst ihr ja einfach euch hier noch einmal durchkämpfen. Ihr seht, da verstecken sich Gegner drin. Ich werde die jetzt hier einfach mal links liegen lassen und schon habt ihr den sechsten Gegenstand gefunden, der alte Kompass. Der siebte glänzende Gegenstand ist tatsächlich ein Gegenstand, den ihr im Verlauf der Story einsammelt, denn ihr werdet hier in den überwucherten Ruinen irgendwann mal ganz oben angekommen sein und hier dieses glänzende Horn euch einsammeln, das ihr der Waldmutter zurückbringen müsst, um die Story weiterzuführen. Das ist also nicht verpassbar. Nachdem wir die Bombenfähigkeit freigeschalten haben, kehren wir hier in die Halle der Türen zurück und können jetzt hier sowohl mit der Feuerfähigkeit als auch mit der Bombenfähigkeit neue glänzende Gegenstände freischalten. Auf dieser Seite der Halle kriegen wir mit der Feuerfähigkeit hier den glänzenden Gegenstand. Das ist ein Modell einer antiken Schnittertür, das wir hier einsammeln können. Und wenn wir dann zurückgehen, können wir auch gleich unsere Bombenfähigkeit einsetzen. Dafür kehren wir jetzt hier einfach durch die Halle zurück und werden einmal an dieser Stelle geradeaus rübergehen. Wir nehmen die Bombe und machen hier diese Wand kaputt. Und auf der Rückseite von hier gibt es dieses, ja, sieht für mich aus wie ein Grammophon, aber es ist ein Überwachungsinstrument. Das ist der nächste glänzende Gegenstand. Mit der Bombenfähigkeit ausgestattet, kehrt ihr ins Pilzverlies zurück und ihr seht schon hier unten einen Gegenstand liegen. Ihr braucht hierfür einen Schlüssel, den ihr auch hier im Pilzverlies tatsächlich einsammeln könnt. Und sobald ihr dann hier unten eure Bombenfähigkeit einsetzt, kommt ihr mit Hilfe dieses Schlüssels an die Stelle, an der ihr den nächsten glänzenden Gegenstand einsammeln könnt. Einmal mit der Bombe hier draufgeschmissen und an der Stelle eben auch nochmal können wir jetzt hier den Schlüssel einsetzen. Und auf der Rückseite finden wir hier den nächsten glänzenden Gegenstand, und zwar ein beschädigtes Geweihstängchen, sag ich jetzt mal. Also ein Geweihstück. Den elften glänzenden Gegenstand, den ihr einsammeln könntet, findet ihr nach dem Kampf mit dem Froschkönig. Den haben wir hier gerade abgeschlossen. Und dann geht ihr einfach die Leiter hier hinten hoch und hier liegt eine Pfeilspitze, die ihr einsammeln müsst und damit habt ihr den nächsten glänzenden Gegenstand gefunden. Am gestrandeten Seemann angekommen seid, dann könnt ihr hier einen weiteren glänzenden Gegenstand einsammeln, indem ihr hier rechts der Treppe in diesen kleinen Tunnel hier geht. Und da gibt es einen Geheimgang, würde ich jetzt sagen. Und hier findet ihr den nächsten glänzenden Gegenstand, das Abenteuerjournal. Den nächsten glänzenden Gegenstand findet ihr tatsächlich auch im gestrandeten Seemann und ihr seht ihn hier schon liegen. Dafür müsst ihr den Diener im Pilzverlies befreien, dafür braucht ihr die Bombenfähigkeit. Ich habe euch das auch in einem Guide zu der Trophäe Clever Too Much gezeigt und sobald ihr dann wieder in den gestrandeten Seemann zurückkehrt, dann sollte er hier auf euch warten und ihr könnt den nächsten glänzenden Gegenstand, die Maske des Dieners, hier erhalten.
Der nächste glänzende Gegenstand ist hier in Burg Schlüsselstein zu finden und dafür müssen wir hier einmal in die Burg hinein und nehmen dann den Gang hier oben rechts. Ihr braucht hierfür noch nicht den Haken, sondern wir müssen einfach hier hochklettern und diesen Tunnel unter uns benutzen. Und hier gibt es einen kleinen Trick, das ist ganz fies, denn man nimmt eigentlich diesen Tunnel, um, ja, ich sage ich mal, hier an diese Seele zu kommen. Aber es gibt hier nochmal eine Abzweigung. Ich glaube, das ist der einzige Tunnel, in dem es eine Abzweigung tatsächlich gibt. Und die darf man nicht verpassen und dann führt der Tunnel hier in den Raum daneben. Und hier können wir einen weiteren glänzenden Gegenstand finden. Und zwar hier hinten hinter dem Portal. Geht's einmal hoch und dann haben wir es hier gefunden. Der Gegenstand, die antike Krone. Nachdem ihr den Haken gefunden habt, könnt ihr euch den nächsten glänzenden Gegenstand holen. Und zwar hier in der Halle der Türen können wir jetzt den Haken einsetzen, um diesen kleinen Geheimgang hier uns entlang zu hangeln. Ganz schönes Stück geht das hier über diese Laternen immer von Insel zu Insel, sage ich mal. Und am Ende finden wir hier oben ein bisschen Seele und hier nicht vergessen eben unseren glänzenden Gegenstand. Das ist das maßstabsgetreue Modell einer Schnittertür. Und zwar kann man davon ja zwei finden. Ihr seht es hier, wir haben jetzt einmal die Antike und einmal die Moderne gefunden. Den 16. glänzenden Gegenstand können wir erneut in der Burg Schlüsselstein finden. Allerdings, nachdem wir den Haken gefunden haben, werdet ihr hier die Fackeln aktivieren müssen. Und diese rechte Fackel hier unten wird euch letztendlich in eine Kammer, die über diese hier liegt, bringen, wo ihr sie aktiviert. Und wenn man hier runterfällt, muss man darauf achten, dass man eben unter diesen Türen hier durchgeht. Und hier kann man sich einmal kurz durchkämpfen. Man hat auch von oben kurz einen Blick in eine versteckte Kammer und die erreicht man eben, indem man hier unter diesen abgelegten Türen einmal nach hinten läuft. Und dann kommt man in diesen Raum und hier gibt es den 16. glänzenden Gegenstand. Das ist der unterschriebene Vertrag hier zwischen dem Tod und dem Lord der Schlüssel. Türen heißt er, glaube ich, sorry. Der nächste glänzende Gegenstand lässt sich hier im Lager der freien Krähen finden. Dafür gehen wir einmal hier die Leiter hoch und hier wird sich ein Aufzug finden. Hier übrigens die Stelle, an der hier die ganzen Schilder hergestellt werden. Und hinter diesem Aufzug ist eine kleine versteckte Tür, die wir aufbomben können. Und hier auf der Bank liegt ein Medaillon und das ist unser nächster glänzender Gegenstand. Eine Goldmünze stand da, glaube ich. Zurück im gestrandeten Seemann und mit der Hakenfähigkeit ausgerüstet, können wir hier einen weiteren glänzenden Gegenstand einsammeln. Und zwar einmal hier mit dem Haken rüber. Hier wird ein größerer Kampf gegen einen dieser großen Ritter stattfinden. Und dann könnt ihr, nachdem ihr ihn besiegt habt, hier den tintenbeschmierten Teddybär einsammeln, den wir übrigens auch für eine weitere Trophäe später benötigen werden. Ausgerüstet mit unserer neuen Hakenfähigkeit können wir hier im gestrandeten Seemann nochmal ein wenig zurück, denn jetzt können wir auch hier einen weiteren glänzenden Gegenstand finden. Dafür müssen wir hier zurück in die Höhle. Wir sind tatsächlich an diesem glänzenden Gegenstand schon mal dran vorbeigelaufen, als wir hier das erste Mal Richtung gestrandeter Seemann gekommen sind. Und dafür müssen wir jetzt hier einmal zurück und ihr seht schon da drüben, eine Stelle, wo wir den Haken einsetzen können. Einfach hier zurück und hier finden wir den nächsten glänzenden Gegenstand, die Totenmünze. Für unseren nächsten glänzenden Gegenstand begeben wir uns hier ans Anwesen der Urnenhexe zurück. Wir brauchen den Haken und passenderweise finden wir hier eine Urne. Und dafür starten wir hier. Und da können wir nämlich ins Gebüsch uns hineinschleichen und dann unsere Hakenfähigkeit einsetzen, um über diese Säulen uns hier zu bewegen und dann die Tunnel zu nutzen, um hier uns unterhalb des Anwesens von Säule zu Säule zu bewegen. Das ist tatsächlich einer der Gegenstände, der, sage ich mal, den längsten Weg hat, den wir gehen müssen. Denn wir müssen hier tatsächlich uns wirklich quasi über das ganze Anwesen
oh, das war natürlich nicht so toll, über das ganze Anwesen bewegen. Und zwar hier eben in Kombination mit unserem Haken und diesen Tunneln, die wir benutzen können. Am Ende wartet auch noch ein kleiner Kampf auf uns und dann werden wir eben hier mit einem der letzten glänzenden Gegenstände belohnt, den man hier so einsammeln kann. Es ist tatsächlich sinnvoll, wenn ihr wollt, sobald ihr den Haken habt, ein bisschen Backtracking zu machen, denn man kann dann doch nochmal einige Stellen erreichen, die man vorher nicht erreicht hat. Und im Grunde gibt es in fast jedem Gebiet eine Stelle, in der man mit dem Haken eben nochmal Stellen erreichen kann, die man vorher nicht hatte. Hier gibt es ein bisschen Seele, hier dann einen kleinen Kampf. Ihr seht, ich habe den hier schon gemacht und von hier aus geht es dann in einen kleinen Keller und dort wartet dann der nächste glänzende Gegenstand, die Urne, auf uns. Hier auf der rechten Seite nicht verpassen, dann habt ihr den Weg nämlich sonst umsonst gemacht, gibt es die Urne mit Schlamm gefüllt. Dann könnt ihr hier den Hebel aktivieren und seid im Grunde wieder, wo ihr angefangen habt. Gegenstand ist auch wieder mit ein bisschen Backtracking verbunden und zwar starten wir hier an der Tür der überwucherten Ruinen und wichtig ist auch hier den Haken bereits zu besitzen und dann können wir uns hier ein wenig durch dieses Gebiet, was wir jetzt ja schon an der Stelle eigentlich ziemlich freigespielt haben sollten, zurückbewegen und ihr seht auch schon hier die Haken, um die es geht und dafür müssen wir jetzt allerdings nochmal ein wenig auf erhöhte Position und dann können wir uns hier einen der letzten glänzenden Gegenstände sichern. Geht es hier einmal an diese etwas versteckte Leiter und dann könnt ihr von hier aus schon euren Haken einsetzen, um euch hier auf diese Plattform zu bewegen und hier findet ihr den Samen, der hier etwas, der deformierte Samen, den wir hier finden können in glänzenden Zustand. Auf zum nächsten Gegenstand. Gegenstand Nummer 22 ist tatsächlich der letzte glänzende Gegenstand, den wir finden können, bevor es in die letzte Phase des Spiels geht, und zwar nach dem Besiegen des Endbosses. Dafür gehen wir hier in den Seelenhain. Ich finde, das ist tatsächlich der glänzende Gegenstand, der am einfachsten zu verpassen ist oder überhaupt sehr schwierig zu finden ist, denn wir müssen hier im allerersten Gebiet unseren Haken einsetzen und zwar an einem Kreuz, das sehr, sehr schwierig zu sehen ist, wie ich finde. Und dann können wir hier hinten den Gegenstand Nummer 22 finden, einen provisorischen Seelenschlüssel. Und die letzten beiden gibt es erst, nachdem ihr den Lord der Türen besiegt habt, also nach dem Bossfight. Sobald ihr das Spiel beendet habt und den Lord der Türen besiegt habt, könnt ihr zurück in die Halle der Türen und wer aufmerksam den Trailer oder den Abspann, muss man ja sagen, gesehen hat, der wird sehen, dass der Lord der Türen hier einen Schlüssel hat liegen lassen. Das ist der vorletzte glänzende Gegenstand, den wir einsammeln können und das ist der Schlüssel für den Glockenturm. Und mit diesem Schlüssel können wir nun an der Spitze im verlassenen Friedhof die Tageszeit ändern. Wir können jetzt also das Ganze hier in ein Nachtspiel verwandeln und das müssen wir auch tun, um den letzten Gegenstand zu finden. Sobald ihr den Schlüssel dazu benutzt habt, um am Glockenturm das Spiel auf Nacht zu schalten, könnt ihr hier zu Bettys Lager zurückkehren und dann geht es hier einfach raus und zwar hier zu den Wachtürmen. Und hier hinten ist eine kleine Stelle. Wenn wir hier bei den alten Wachtürmen einmal nach oben gehen und das Ganze hier bei Nacht, dann können wir uns hier einmal auf diese Plattform stellen und dann wird sich diese Tür hier für uns öffnen. Und hier werden wir unseren allerletzten glänzenden Gegenstand finden, das geheimnisvolle Medaillon, welches wir auch benötigen, um mit dem Herren auf dem Friedhof interagieren zu können und später dann auch ein, sag ich mal, geheimes Ende freispielen zu können. Dazu aber mehr in einem anderen Video. Ich hoffe jetzt, ihr habt alle glänzenden Gegenstände gefunden. Das Video hat euch geholfen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns hier ganz bald wieder bei mir auf dem Kanal. Ich freue mich drauf, bis zum nächsten Mal und tschüss.